Ich lese mein Gedicht über unsere Israel-Reise, die vom 3. Juni bis zum 17. Juni 2017 dauerte, unter der Leitung von Klaus Arndt. Zweite Woche mit dem Klaus sind wir weit vom eigenen Haus. Reisen durch das Land der Bibel, lernen kennen es zu lieben. Beten an der Klagemauer, sehen Jesus voller Trauer, in Gethsemane im Garten, wo er rang mit Gott und harrte. Stehen froh am leeren Grabe, danken Gott für seine Gabe, für den Heiland Jesus Christ, der für uns geboren ist, der für uns trug Sünd und Schuld, Schmähung, Schläge in Geduld, der uns sieht mit großer Liebe und versteht die Herzenstriebe. Dann sind wir am Toten Meer und genießen Sonne sehr, das gesunde, bittere Wasser, kaufen Creme ohne Maßen, fahren weiter zu dem Strand und genießen Meer und Sand. Jeden Abend haben Andacht, singen gern im heiligen Lande. Gott ist gnädig und im Wasser Menschen gern sich taufen lassen, mal im Jordan, mal im Meer. Hängen freuen sich der Herr, Frauke, Waldemar und Olga, Alex, Leonard befolgen. Gottes Wort im Untertauchen lassen sich im Jordan taufen. Auch Irene und Andreas, zweimal Karen und Gisela, in dem Meer trotz tausend Stimmen ein neues Leben ernst beginnen. Altes stirbt im Meer mit Schmerzen. Man beginnt mit reinem Herzen, mit dem Herrn in jeder Lage, Dienst der Liebe, Tag für Tag. Es ist Freude, wenn die Seelen Jesus sich als Freund erwählen, wenn sie sich für Gott entscheiden, lassen sich von ihm nur leiden. Manche haben sich entschieden, Jünger werden hier hienieden, Jünger Jesu für ihn leben, folgen ihm und für ihn streben. Manche wurden heil an Seele, merkten, was im Leben fehlte, können wieder gern vergeben und im Frieden Gottes leben. Schön ist es im heiligen Land, schön im Meer und auf dem Sand, dennoch besser viel und viel, wenn wir Gott erkennen hier. An dem Denkmal Kriegsverbrechen sehen wir, wie Teufelsmächte Unmenschen aus Menschen machten und dabei ins Fäustchen lachten. O, bewahre Herr vor Kriegen, vor den bösen Führers liegen. Schenk uns Herr Entschlossenheit, auch wenn's droht erschossen sein. Im Geburts von Emma Berger, wo sich Deutsche nicht verbergen, sondern dienen Gott und Leuten, sehen wir ihre Werke heute. Die durch Gottes Gnade und Huld decken Teil von deutscher Schuld, zeigen, wie Gott Treue segnet, wie vollkommen seine Wege. Der Geburts heißt heute Bethel. Hier gibt Speis für Leib und Seele, ist der reichste von Geburtsen, weil selbst Gott ist seine Stütze. Bruder Rolf, wir herzlich danken für die Predigt, den Gedanken, die er morgens uns oft brachte und auch manchmal mit uns lachte. Toni danken für das Wort, das er öfters sprach vor Ort. Wie die Schrift sagt, sollen wir glauben und uns selber nicht berauben. Danken Gerd für seine Andacht in dem Bus bei Fahrt im Lande und dem David für die Witze, er war einfach immer spitze. Danken wir auch unserem Klaus für die Planung im Voraus. Danke, weil erfahren, weise und liebt jeden in der Reise. Wünsche dir Gesundheit, Stärke, weiter Kraft für gute Werke. Gruppen fahren ins Land der Bibel und sie lernen es zu lieben. Zweite Woche mit dem Klaus. Sind wir weit vom eigenen Haus, wir erleben Gottes Wunder, leben gern mit ihm im Bunde. Und auch ich bin dankbar allen für die Herzlichkeit vor allem, für die Einheit in dem Herrn
der uns allen war, nicht fern. Schön, dass wir hier waren Christen, die im Himmel aufgelistet und trotz den Gemeindenamen einig waren hier zusammen. So wird es auch im Himmel sein, wo durchs Blut gewaschen rein wir vor Gott uns beugen nieder, loben ihn mit neuen Liedern. Wir sind Fremden hier auf Erden und im Himmel mal wir werden mit dem Vater ewig sein, danken, loben ganz daheim. Ich schicke gern euch meine Zeitschrift, die Erwählter Fremdling heißet. Auch Gedichte werden geschrieben von dem Waldemar aus Liebe. Geschrieben in Netanya, Israel, 15. Juni 2017. Alles Gute, alle.